So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was da unten ist. Vorher wieder einen Zauber vorbereiten und dann ab nach unten. Und Schnecken. Die kaum noch was aushalten. Und wir sie deswegen eigentlich einfach... Wow, viele Schnecken. Viele Schnecken, die wir verkloppen. So. Bringen lecker Schneckenfleisch. Yam, yam. Haben wir noch etwas mehr Nahrung übrig. Pitfood Bread. Und ja, die droppen wirklich viel Nahrung. Ah, kann er nicht mehr tragen. Kann sie auch nicht mehr tragen. Und sie auch nicht. Kann nur noch er tragen. Ah, er kann auch gut was tragen. Also schleppt er mal Schneckenstücke. Und ein Erdbeben. So, was muss er ja jetzt auch bekommen. Ja, ist schon gut. War es das? Hm, ja, scheint es gewesen zu sein. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Jupp, das war der abgelegene Raum, den wir von den Scriptures aus gehört haben. Gut. Dazu den Blitzen wollen wir nicht mehr. Jetzt wollen wir erst einmal wieder runter. Oh, unser Fackelblend langsam aus. Dann ersetzen wir die doch mal. So. Praktisch, dass da gleich eine Fackel war. Und runter mit uns. So, gut. Jetzt sind wir wieder hier im Goromok-Tempel. Und müssen jetzt in den Tic-Tac-Raum. So, das war früher mal der karierte Raum, also oder der Schachraum. Der ist jetzt hier ein bisschen anders. Aber hier ist schon mal eine Schriftrolle, die wir lesen können. Was steht denn hier? Dies ist der Tic-Tac-Raum. X markiert den Spot. Aha. Was für ein X? Da ist kein X oder sowas. Da auch nicht. Nur die Druckplatte in der Mitte leuchtet. Hm. Was passiert? Wenn wir hier draufsteigen? Nichts. Doch, es wird blau. Und jetzt sitzt er da gelb. Müssen wir jetzt gegen ihn Tic-Tac-Toe spielen oder was? Ja, scheint so. Und jetzt hat er eigentlich entweder gewonnen oder wir ziehen ein Unentschieden raus. So. So, das ist jetzt ein Unentschieden. Und nö. Hm. So setzen wir das Ganze wieder zurück. Ich denke mal, egal was wir machen, wir können höchstens ein Unentschieden rauskriegen. Gewinnen können wir, glaube ich, gar nicht. Oder? Moment. Jetzt müsste er, wenn er klug ist, da hinsetzen, genau. Jetzt haben wir ja eigentlich keine andere Wahl, als da hinzusetzen. Ja, und jetzt setzen wir wieder dahin und wieder ein Unentschieden. Mm-mm. Also so klappt das, glaube ich, nicht. Ich glaube, egal was wir machen, wir kriegen ein Unentschieden raus. Aber wir hatten ja diese Schriftrolle. Was war mit der gemeint? Also beim Schachraum stand da nur drauf, dies ist der Schachraum, lass dich nicht von ihm verarschen. Aber hier steht, das X markiert die Stelle. Müssen wir irgendwie ein X bilden? Dann gucken wir mal. Es sind ja eigentlich 9 Felder. Also wenn hier, hier, hier und hier gelb ist, müsste da ein X rauskommen. Also gucken wir mal. Okay, da ist schon mal ein gelbes. Dann machen wir hier
ein blaues hin. Genau, dann setzt er da ein gelbes. Wenn ich hier jetzt eins setze. Er versucht nicht mal wirklich zu gewinnen, ist mir gerade aufgefallen. Weil ich habe da hingesetzt, hat er da hingesetzt. Dann habe ich da hingesetzt, hat er da hingesetzt. Er hätte eigentlich gleich hier hinsetzen können, um zu gewinnen. Ah ja, also wirklich. X markiert den, X markiert das Ziel. Und hier ist was aufgegangen. Kraut. Ein Hebel. Und jetzt geht die Wand wieder runter. Okay, jetzt ist blau in der Mitte. Nicht mehr gelb. Das heißt, jetzt dürfen wir anfangen. Müssen wir jetzt das X bilden? Gucken wir mal. Okay, das war schon mal nichts, oder? Hm. Das war schon mal falsch, glaube ich. Ja, das war schon mal nicht richtig. Nochmal. Also gucken wir mal. Hier hat er zuerst gesetzt. Dann setzen wir dieses Mal hier zuerst. Okay, dann setzt er da oben. Dann setzen wir hier oben. Dann setzt er da und wir können hier setzen. Er hat da gesetzt und wir sitzen jetzt hier. Okay, das war auf jeden Fall ein interessantes neues Rätsel, was sich da der Modmacher ausgedacht hat. Auch wenn es jetzt nicht so schwer zu verstehen war, jedenfalls nicht im zweiten Augenblick. Aber es ist auf jeden Fall interessanter als der Schachraum. Und das hier macht nur die Tür auf und so. Okay. Dann gehen wir uns mal weiter umgucken. Kistenzahl. Okay. Mit dem Morgenstern können wir keine Sachen von den Wänden reißen. Wir können aber hier in die Armory. Uah. Und uns sofort grillen lassen. Ja, nicht nochmal. Okay, das war der erste. Ach, der zweite hockt da fest. Wie in der Armory ist eigentlich nicht besonders. Ist offiziell ein Thema, der hockt da fest. Na stimmt, der erste hat die Fässer zerdeppert hinter mir, als ich hier ausgewichen bin. Da ist ein Schlüsselloch. Da ist nicht. So, jetzt muss ich dich den Pan da rausholen irgendwie, ne? Venom Edge. Schon wieder eins. Das könnte dann demnächst mal verbraucht werden. Ein Helm. Ansonsten ist hier Wingmail brauchen wir auch nicht. Und Pfeile haben wir auch genug. Was machst du? Du machst da was auf. Okay. Hallo. Hörst du auf? Aua. Ja, es ist schmerzhaft, direkt in einen Feuerball reinzurennen. Vor allem, wenn der Typ schummelt. Ah, da war gerade ein Einbruch von der Dings. Hm. Und was haben wir hier? Platten. Plattenhosen. Sind besser als die Kettenhosen. Wiegen aber auch 3 Kilo mehr. Das wiederum ist nicht so toll. Das ist auch nicht so toll, dass er jetzt überladen ist. Schneckenstück abgeben bringt nichts wirklich. Nee, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir ihn leichter?
Das ist jetzt blöd. Essen will ich nicht unbedingt wegschmeißen, den Dismantler. Das Schwert von Nox. Hm. Na gut, da muss ein Schneckenstück erstmal hier bleiben und dann gucken wir, dass wir den Dismantler Dings da. So, hier war was aufgegangen. Aber ansonsten, wie kriegen wir dich denn da raus eigentlich? Ah, da ist noch ein Knopf. Und Bingo, du öffnest da. Hallo. Ja, das hätte jetzt wieder schief gehen können, weil ich einen Schritt vorgegangen bin, während ich zaubere. Das war mal ein schöner Backstep. So, jetzt ist hier was aufgegangen und hier drin ist nichts. Oh. Der hat einen Schlüssel fallen gelassen. Wofür ist denn der? Ist der für hier? Nein. Der muss er für hier sein, oder? Feuerschwert. Ganz ehrlich, die pumpen uns gerade ziemlich mit Ressourcen voll. Deswegen bleibt das Feuerschwert und das zweite Venom Edge mal hier. Gut, das war die Armory. Und jetzt kommt dann wohl der Teil, den ich am wenigsten mag im Spiel, im gesamten Spiel. Erstmal hier umgucken. Hier müsste jetzt erst einmal genau der erste Dreh. Was? Dreher kommen, wollte ich gerade sagen. Und was passiert? Wir werden irgendwo in die Pampa teleportiert. Hä? Was zur? Jetzt sind wir wieder hier. Ach, wir werden gar nicht teleportiert. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Mit einem Knopf. Na, das ist ja mal eine fiese Neuerung. Nicht wir werden teleportiert, sondern die Wände. Ein Eisechsensteak und ein Buttermesser. Super. Okay. Jetzt geht es dann wohl hier weiter. Das teleportiert darum. Muss ich wieder hier drauf treten? Okay. Dann geht hier auf. Jetzt müsste es hier theoretisch. Hier war der Knopf. Nein, zu dem wollte ich eigentlich nicht. Hier rum. Sind wir wieder bei dem Buttermesser. Jupp. Nein. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Zu den Temple Grounds. Trespasser, also das sind hier die Tempel, also das Tempelgebiet, der Tempelhof sozusagen, und Eindringlinge werden zur Strecke gebracht, werden gejagt. Und zwar gibt es hier drin, ihr wurdet gewarnt, etwas sehr Unschönes, wie man hier schon teilweise an den Knochen und so erkennen kann. Genau, dich da. Und da ist auch schon dein Freund. Eisechse. Null Schaden durch Eiszauber und eingefroren werden können sie auch nicht. Deswegen müssen wir hier mit dem Feuerburst hantieren. Um die Tür zu machen. Damit sie nicht einfrieren können. Und den Haufen Schaden machen.
Und die Fackel geht schon wieder alle. Und ich habe ihn gerade wieder versucht einzufrieren. Und ich mache kaum Schaden bei denen. Während die bei mir ordentlich Schaden machen. Ah, und da hinten reihen sie sich schon ein. Zum Sterben, zum mich töten. Das ist nicht nett. Deswegen schlafen wir hier jetzt erst einmal. Was das Gemeine an dem Raum ist, die respawnen die Viecher. Und ich weiß nicht, habe noch nie herausgefunden, wie das Muster ist, in dem sie respawnen. Ich glaube, die respawnen einfach mit der Zeit und zwar ziemlich schnell eigentlich. Und ich komme kaum durch die durch. Ah, aber einen töte ich jetzt noch. Weil ich es kann. Ganz einfach, weil ich es kann. Wow, der ist schnell gestorben. Aber hat auch Tarion fast getötet dabei. Ja, ich denke, ich schlafe jetzt nochmal und dann speichere ich erstmal wieder. Und dann versuchen wir uns durch die Echsenhölle zu kämpfen. Das einzig Praktische an den Echsen ist, dass sie Steaks droppen. Die man essen kann. Wie die Schnecken eben. Oh, und ich muss unter diese Echsen-Steaks gucken. Da kann es nämlich sein, dass manchmal ein Schlüssel drunter liegt. Aber gut, jetzt speichere ich erstmal wieder. Bis gleich.